Ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben Agnes Vogt. Agnes Vogt ist Hamburger Künstlerin und sie wird uns heute schwerpunktmäßig über die Haltung, die sie mit auch und wesentlich mit Fotografien, über das Endstadium, über die letzten Jahre des großen Baukomplexes City Nord entwickelt hat, berichten. Bitte schön. Es ist noch nicht das Ende der City Nord, das muss ich gleich mal einwenden. Es ist das Ende einiger Gebäude der City Nord und auch der Hauptgebäude. So, die City Nord. Ich möchte mich erstmal selbst vorstellen. Ich bin von Haus aus Malerin, also so ganz tradiert. Pinsel, Farbe, Leinwand, Stift. So habe ich die Welt immer dargestellt. Habe dann aber über die Leinwand irgendwann hinausgeschaut und angefangen zu schreiben und auch zu fotografieren. Fotografieren tue ich seit etwa 20 Jahren. Aber so ganz andere Themen im künstlerischen Bereich. Der Zufall führte mich in die City Nord, weil ich Freunde habe, die dort arbeiten. Die arbeiteten am Sozialgericht. Ich habe sie besucht, ich schaute aus dem Fenster und irgendwie durch einen geschärften Blick, sage ich mal, fand ich das plötzlich wahnsinnig interessant, aufregend, und ich habe mich in ein Abenteuer begeben. Das Abenteuer, ich nannte das immer mein privater Amazonas. Ich ging mit der Kamera los und erkundete diesen Stadtteil, den ich eigentlich schon sehr gut kannte vorher, weil ich ganz in der Nähe als Kind gewohnt habe und unser Spielradius ging vom Efeuweg aus nach Großborstel, Stadtpark, Schrebergartengebiet, wo heute die City Nord steht. Später habe ich auch noch wieder in Winterhude gelebt und dann hieß es plötzlich, die City Nord wird gebaut und man sah diese großen Gebäude entstehen. Besonders berührt hat uns damals alle, und es ist wie ein Fanal gewesen, der Tod von zwei Arbeitern oben auf dem Dach des BP-Gebäudes. Es war beim Bauen ein Brand ausgebrochen und die konnten nicht mehr runter und starben dort oben. Ich weiß nicht, das hat mich immer wahnsinnig bewegt, diese Not dieser Menschen. Und später habe ich gerade dieses Gebäude sehr viel besucht und auch dokumentiert und fotografiert, und jeden, den ich da kennenlernte, sprach immer über diese beiden Männer. Das war irgendwie ein großes Ereignis gewesen. Aber deshalb bin ich natürlich nicht losgegangen, um das zu fotografieren. Ich habe mich einfach darauf eingelassen. Die City Nord wurde etwa in den Mitte der 60er Jahre, kamen die Pläne auf, dort eine Bürostadt zu errichten. Aus stadtplanerischen Gründen, U-Bahn-Anbindung und was weiß ich, wurde es dieses Gebiet ausgesucht. Dort war ein großes Schrebergartenareal, wo auch Bombenopfer wohnten in Hütten. Das war ja, der Krieg war, 20 Jahre her, aber immer noch lebten Menschen in so kleinen Häuschen. Und die mussten natürlich alle weg und es wurden auch dort Häuser gebaut, wo die dann einzogen. Und eins vom Ersten, was ich damals erlebte, ist, in einem dieser Wohngebäude wurde eine Ausstellung gemacht. Und wir gingen damals zur Kunstschule und mein späterer Mann, Peter Fetthauer, hing dort auch Radierungen auf. Das sind so, es sind so Plattenbauhäuser eigentlich. Und der Architekt war auch da und alle fanden es überhaupt nicht schön da. Und dann sagte der Architekt, ich muss ja hier nicht wohnen. Und das ist eigentlich ein böses Wort. Ein böses Wort. Schon damals hat man gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Diese Häuser wurden dann auch benutzt für die
Opfer der Flutkatastrophe von 1962, die wurden da auch reingesiedelt. Also das sind ganz verschiedene Geschichten, die da zusammenkommen. Auf dem Gelände der City Nord stehen Elefanten. Elefanten, so nannte Herr Fahrenholz, der die ganze mitgeplant hat, diese einzelnen Monolithen von Bürogebäuden. Und zwar ist der Plan gewesen, dass die Geschossfläche und der Raum um dieses Gebäude herum in einem bestimmten Verhältnis steht, sodass die alle einzeln standen. Und die Architekten hatten die große Freiheit, keine Vorgabe zu bekommen, wie es auszusehen hat. Nur Höhe zum Grundstück. Also, dass da immer Grün drumherum ist. Die Idee war schon, dass es viel Grün hat. Und so entstanden wirklich sehr große, für damalige Zeit hochmoderne Gebäude. Ich zeige jetzt einmal ein Foto, was ich vom Wasserturm, vom Planetarium, vom Stadtpark aus aufgenommen habe. Und in der Mitte sieht man die Post. Das alte große Postgebäude. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nie durchgezählt, wie viel Stockwerke es hat, aber es ist riesengroß und hat verschiedene Arme, ein bisschen wie das Pentagon. Es ist ein ganz großes, großes Gebäude. Es steht leer. Und das ist das große Problem heute, dass diese großen Gebäude leer stehen und man einfach nicht weiß, was man damit anfangen soll. Sie sind nicht mehr zu benutzen. Ich bin später auch oben aufs Dach gekommen, der Hausmeister. Hausmeister sind ganz wichtige Personen, hat mich darauf geführt und ich habe von dort oben aus fotografiert. Und man hat dort das ganze Stadtpanorama, ist ein wunderbarer Blick. Irgendwo ist da auch die Elbphilharmonie zu sehen und die Kirchtürme und alles. Man sieht auch hier schon, dass es bergab geht, schon an dieser Betonmauer. Und das ist eines der einschlägigsten Erlebnisse an dieser ganzen Architektur. Das sieht man auch hier. Sie altert schlecht. Also man kann nach Rom gehen und die alten Gebäude, man kann alte Kathedralen angucken, die sind schon 1000 Jahre alt und sie altern und brechen auch zusammen. Aber sie bleiben immer schön, ästhetisch, vom Weiten und vom Nahen. Während diese Nachkriegsarchitektur, also das ist, was mich so daran so bewegt hat, sie altert schlecht. Beton wird immer gruseliger. Das ist schon mal vielleicht sehr subjektiv gesehen, aber ich sage es hier einfach mal. Nebenan sieht man Silver City. Silver City ist ein neueres Gebäude, ich kann nicht genau sagen wann, aber gehört nicht in die frühe Bauzeit. Das ist ganz aus Aluminium und glänzt und ist sehr fotogen. Überhaupt habe ich gelernt bei diesem Fotografieren, ich bin ja Malerin und versuche immer, habe so ein gewisses ästhetisches Grundgerüst im Kopf, wenn ich fotografiere, dem eine Form zu geben. Und so bin ich auch dahin gegangen, habe Dinge fotografiert, die eigentlich, wo ich schlucken muss, die nicht meinem ästhetischen Bewusstsein entsprechen und nachher sind sie doch schön. Das ist Betrug. Ich nenne das mal ein bisschen Betrug. Zum Beispiel dieses Gebäude. Das ist das war das Sozialgericht von Hamburg und da fing das alles an. Es ist eine luftige Anmutung, eine leichte Bauweise, aber inzwischen ist das Gericht ausgezogen. Eigentlich im Sommer werden die Menschen gebacken, weil es viel zu heiß ist, nicht isoliert und im Winter friert man fast an den Wänden fest. Also architektonisch ist, ich weiß ja nicht,
was da los ist mit der Architektur nach dem Krieg. Irgendwie können die nichts, die Architekten. Und ich habe neulich im Radio, hat der Enzensberger gesagt, die modernen Architekten, das sind die neuen Terroristen. Das ist nicht mein Zitat, sondern Enzensberger hat das gesagt. Das sprach mir aus der Seele. So. Die Post. Eben hatten wir schon mal die Post gesehen. Es hat so Aufgänge, die sind unten abgeschlossen. Ich konnte da erst nicht hoch. Man sieht hier, dass da so ein Flügel wieder rausgeht. Es ist sehr hoch, es ist leer. Unten ist eine große Halle, wo auch der Hausmeister ist und so. Es geht noch einmal 5 Stockwerke, habe ich gelernt, in die Tiefe. Also es sind eigentlich ganz surreale Räume, die man da plötzlich kennenlernt. Es geht 5 Stockwerke in die Tiefe und dort darf man nur zu dritt hin, denn es ist kein Handyempfang und gar nichts. Und es ist echt gefährlich, wenn man sich da verliert. Und auch hier, der Hausmeister erzählte, als er anfing, dort rumzugehen, er muss jeden Tag heute noch, jeden Tag alle Räume ablaufen, das ist seine Aufgabe, dass er sich immer verlaufen hat. Er fand sich überhaupt nicht zurecht. Das ist auch ein Teil des Gebäudes und man sieht dort die Vögel, der Mondschein natürlich auch, die Vögel, die dieses Gebäude umkreisen, die nisten natürlich irgendwo, Turmfalken, Tauben, Krähen, was weiß ich. Es ist auch, wie die Natur erobert sich die Dinge zurück. Das finde ich so auch wieder tröstlich. Dieses Gebäude soll im Sommer abgerissen werden. Aber das weiß ich noch nicht genau. Dieses Areal hat natürlich auch ganz berühmte Architekten angezogen. Auch Arne Jacobsen, der große Däne, hat ein Gebäude gebaut, nämlich damals war das die HIW, glaube ich. Ja, HIW, heute Vattenfall. Und ich bin wie immer wieder völlig fasziniert davon, dass es fotografisch so schön ist. Es ist wirklich ästhetisch. Also es ist eine Linienführung, es passt alles. Nur die Realität sieht, es ist eine ganz subjektive Meinung, meine Meinung, sieht, finde ich, ganz anders aus. Ich empfinde dieses Gebäude als bedrohlich, als menschenverachtend. Ich möchte da nicht jeden Tag hineingehen und arbeiten müssen, das muss ich wirklich sagen. Und vom Material, wenn man da ist, hier sind so Platten, die fallen ab und zu mal ab. Und oben auf dem Dach, ich bin auch da auf dem Dach gewesen, oben auf dem Dach sind auch solche Platten schon angebracht, damit die Sonneneinstrahlung diese Platten genau in derselben Art verändern, wie diese verändern, damit man das nicht sieht, dass andauernd neue Platten da reinkommen. Also gut vorgesorgt, gut vorgesorgt. Wie gesagt, es ist schön, das muss man sagen, aber was dieses Foto verschweigt, ist die Tiefgarage daneben, das Wärterhäuschen, der Eingang sieht geradezu vernachlässigt böse aus. Das sind so Mischungen, die ich da so entdeckt habe. Es gibt da sehr viele Fotos, die ich auch noch gemacht habe, kann ich hier in diesem Rahmen nicht alle zeigen. Das ist zu viel. Ich habe jetzt dieses grafische Element mehr rausgesucht.
Ich weiß dabei sehr, dass an Arne Jacobsen zu zweifeln ein Sakrileg ist. Man hat auch gleichzeitig geplant, dort Wohnungen. Also es sollte schon ein Leben und Arbeiten in einem sein. Und es gibt Wohnungen, und die sind sicher auch gar nicht so schlecht, denn es ist die Stadtparknähe da, es gibt eine U-Bahn-Anbindung, also von der Gegend ist es nicht schlecht. Nur da die ganzen Straßen abends total leer sind, da sind keine Menschen, da ist, ich möchte ja nicht so ganz gerne wohnen. Es gibt nicht einmal Prudnikowski. Und das ist schon ein Indikator, wo man lebt und wo man nicht lebt. Man kann eigentlich nicht Kaffee trinken gehen. Man ist verloren, wenn man da stundenlang rumläuft und mal zur Toilette muss. Das ist ein echtes Problem. Da ist nichts, was lebendig ist. Es sind wohl Parks da, aber die sind ungepflegt und da gehen nur die Leute mit den Hunden noch hin. Und, aber an sich liegen diese Wohnungen schön. Und es gibt auch Sozialwohnungen, die sind dann auch dazwischen. Sehr viel Waschbeton. Sehr viel Waschbeton. Und ja. Es wurden dort auch sehr viele Filme gedreht. Einmal wurde dieser Film The Most Wanted Man mit Seymour Hoffman in dem Postgebäude gedreht. Man sieht es dann so ab und zu, wenn man es kennt und erkennt es. Und es sieht auch wieder ganz toll aus, aber ich kenne es eben von der anderen Seite. Und es wurden auch mal Krimis gedreht, die eigentlich in der ehemaligen DDR spielen sollten, im Plattenbau. Und die hat man in der City Nord gedreht. Das ist doch sehr interessant. Wir gucken immer so ganz verächtlich auf die DDR herab. Es ist mitten bei uns. Es gibt dort auch eine Garage. Ich habe nicht alle Fotos mitgebracht, weil es wären zu viele. Es gibt ein Parkhaus. Ich habe das wieder, ich sage das mal so ein bisschen selbstkritisch, in eine wunderbare Form gebracht. Es sieht ja irgendwie wieder richtig gut aus. Aber drinnen, es kommt nachher noch ein Foto davon, vielleicht tue ich das mal vorweg. Ja, so sieht es drinnen aus. Es steht praktisch leer. Die Decke bröselt ab. In den Ecken stehen Autos, aufgebockte Autos ohne Räder, mit ausgeschlachteten Motoren. Und es ist so unheimlich, dass ich niemals alleine da reingehen würde. Also es ist echt unheimlich. Es ist eine Einbahnstraße. Ich habe dann auch einige Fassaden aufgenommen. Das ist die Fassade vom RWE-Gebäude und sicherlich ist das Herbstlaub in derselben Farbe wie die Grundfarbe. Das ist aber eher Zufall. Die Natur hat etwas Tröstliches und belebt. Ja, und auch, ich habe die Fotos jetzt nicht mit, aber auch die Vögel. Ich bin so irgendwie doch ein Naturmensch. Immer wieder ziehen Vögel über den Himmel und es gibt Unmengen viel Kaninchen und Kaninchenlöcher und Krähen und Tauben. Sehr schön. Das ist auch wieder ein Gebäude hier am Anfang. Ich kann das vielleicht noch mal davor holen, um zur Orientierung. Da ist es. Da. Das ist Postgebäude, Silver City, RWE, dies mit dem Orange. Und da ist dieses Gebäude von Gerhan und Partner, heißen die, glaube ich.
Ja. Die funktional und zweckmäßig. Funktional und zweckmäßig, ja. Und das muss es natürlich auch sein, das muss man einfach mal zugeben. Das sind ja Bürogebäude und so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja einen Bruch in der Architekturgeschichte, wenn man mal so vom Mittelalter hier rüber denkt. Es war früher immer so, dass ein Stil in den anderen kam und die sich auch vertrugen. Renaissance und dann kam irgendwie Barock oder sowas und Klassizismus. Und wenn die nebeneinander standen, tat es einem nicht weh. Aber eigentlich ab der Bauhauszeit ist das vorbei. Ist das vorbei. Es wurde nur noch auf die Funktion geguckt und die Ästhetik ist eigentlich größtenteils verloren gegangen, auch wenn man lange das hinredet. Ich persönlich sehe das nicht. Zum Beispiel, hier ist eine Rolltreppe, die eine Straßenüberquerung, Fußgängerüberquerung dazu führt, eine Brücke. Und wenn man alte Brücken sieht oder gut gebaute Brücken, die haben eine Proportion. Es geht eigentlich nur um die Proportion. Ich bin ja der Meinung, man könnte das auch in Beton machen, eine gute Proportion. Aber das haben die gar nicht versucht. Es ist von einer Brutalität. Die Idee war, dass sich Tausende von Menschen dort durch dieses Büroviertel bewegen, die da hochfahren werden müssen und gar nicht die Straße berühren, sondern auf einer zweiten Ebene sich bewegen. Hat alles nicht geklappt, es geht ab und zu mal einer da hoch, meistens stehen die still, sind schon ganz verrostet und ist eben nicht. Und ja, ich habe immer das Gefühl, Und dann gibt es dort auch Sprayer, Graffiti, sehr interessant. Und dieser Schriftzug Stirb, den gibt es bestimmt 5, 6, 7, 8 Mal. Immer wieder dieses wahnsinnig aggressive Stirb, also das berührt einen sehr. Das ist schon sehr richtig heftig. Ich empfinde es jedenfalls als sehr, sehr heftig. Und dann gibt es auch so ganz skurrile Ecken. Das ist am Mexiko-Ring. Da geht hier eine Treppe hoch und dann kann man hier die Treppe hoch. Dann ist man auf einer Kanzel und weiß nicht weiter. Und irgendein Scherzkeks hat dann das da drauf gemacht. Hier so rote, Tapser. Wohin und dann geht es da rein. Also es sind ganz skurrile Dinge, die man dort erlebt. Ja, diese ganze Mexiko-Ring habe ich jetzt hier in meinem kleinen Vortrag weggelassen, weil das einfach zu viel ist. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf das BP-Gebäude, da habe ich ja am Anfang schon drüber gesprochen, wo diese beiden Männer drauf umgekommen sind. Dieses BP-Gebäude sah so aus. Das ist ein riesen mehrarmiges Teil und die Grundform ist Sechseck wegen dieser chemischen Formel Benzol. Also man hat sich wirklich große Gedanken gemacht und die Idee war, ganz viele Menschen arbeiten da drin, die kommen alle zur selben Zeit an und müssen in dieses Gebäude rein. Das heißt, im Gebäude selbst gibt es neben den Fahrstühlen und Treppen, die es natürlich auch gibt, aber gibt es auch Rolltreppen, um das zu bewältigen. Aber die Zeit wandelte sich ja und es gab die gleitende Arbeitszeit und plötzlich kamen die Leute immer versetzt. Man brauchte dies alles gar nicht mehr.
Es ist das erste Großraumgebäude Europas gewesen. Das ist schon ein Wort. Es sind riesen Hallen drin, also unglaublich große Hallen, wo die alle arbeiten sollten. Und das hat sich inzwischen wieder total überholt. Jeder hat seinen PC und arbeitet vielleicht von zu Hause und so. Das funktioniert alles überhaupt nicht mehr. Eigentlich eine gewisse Tragik dahinter. Und ich habe zu diesem Gebäude irgendwie so eine innere Beziehung aufgebaut, weil ich es so begleitet habe, auch im Abriss begleitet habe. Und als es dann ganz weg war, war ich ganz melancholisch. Ja. Das ist auch dieses BP-Gebäude. Da sind dann so Außentreppen. Das stand auch 10 Jahre leer, wurde als Filmkulisse benutzt für irgendwelche Tatortfilme, wurde voll beheizt und irgendwann hat man so gesagt, es geht gar nicht mehr. Dann wurde es zum Entkernen freigegeben, um es zu verwandeln. Es stand unter Denkmalschutz. Das wurde dann irgendwann wieder aufgehoben. Also man wusste einfach nicht, was damit tun. Ich machte neulich jemanden vom Hamburg Museum den Vorschlag, man könnte da doch, hätte ein Museum drin machen können. Geht auch nicht, weil die Fahrstühle wieder nicht groß genug sind. Also es war nachher nur noch eine Heimstätte für die Tauben, die da oben brüteten. Und eines Tages fuhr ich da mit dem Auto am Stadtpark vorbei und dann waren riesen Berge Schrott aus dem Fenster geschmissen. Und zwar, das sind die Klimaanlagen. Die wurden alle aus dem Fenster geschmissen und das war ein haushoher Berg. Das hat mich natürlich interessiert und dann habe ich da durch den Zaun durchfotografiert, solche Sachen. Und dann kam der Bauführer auf mich zu und fragte, was machen Sie denn da? Ich sage, ich fotografiere das. Sagte, sind Sie von der Presse? Nein, habe ich gesagt, ich bin nicht von der Presse, ich mache Kunst. Und das fand er irgendwie ganz toll. Und dann habe ich ihn gefragt und das war ganz wunderbar. Ein sehr netter Rolf hieß er. Rolf hat mich dann durch das Gebäude geführt. Ich durfte immer mit ihm mit dem Helm und Schutzschuhe, alles vorschriftsmäßig. Und dann bin ich mit ihm ein paar Tage lang durch das Gebäude getapert und durfte dort fotografieren. Da gibt es so Treppenaufgänge. Man sieht hier, die Scheiben sind alle von Taubenkot beschmutzt und man hat wirklich den Eindruck, es wäre Escher. Ich weiß nicht, ob Escher kennen, also man weiß überhaupt nicht mehr, wo man ist eigentlich. Und drinnen diese riesigen Hallen. Ich war immer in Begleitung, das war natürlich ganz wichtig. Da arbeiteten die Menschen. In Schutzanzügen, Staub, Asbest. In den asbestbelasteten Räumen durften die immer nur eine halbe Stunde arbeiten und dann mussten sie duschen und sich wieder umziehen. Die Arbeiter kamen vornehmlich aus Rumänien und Polen, Bulgarien, so solche Leute, und wohnten in Containern rings um dieses Gebäude rum. Und ich habe nicht alles dabei, aber die nahmen dann aus den Nasszellen, da gab es noch so Handwaschsachen und wuschen ihre Socken, die hingen dann so draußen vor der Tür zum Trocknen. Also irgendwo immer so ein Leben und auch einzelne Schicksale dieser Menschen. Und ja, die schufteten da richtig. Richtig harte, wirklich sehr harte Arbeit. Und hier sieht man auch so ein bisschen die Größe, ne? Ja, das Gebäude hier nochmal wurde entkernt. Das heißt, dass man auch jedes Fitzelchen Metall oder Wertstoff rausgeholt hat. Das wurde draußen sortiert und nach Birmingham gebracht, wie ich hörte. Und dort recycelt.
Also da ist man sehr sorgfältig. Also die sind wirklich mit Zangen in die Wände und haben das rausgezogen, um das nochmal zu sagen. Dann hörte ich, dass es doch abgerissen wird. Dass da liegen schon fast 2 Jahre wieder zwischen. Das BP-Gebäude, es geht immer um dieses BP-Gebäude, dieses große Teil, es sollte abgerissen werden. Und ich habe dann mit der Firma Wilko Wagner gesprochen und hörte dann die Zeiten, wann das passiert, und bin dann an 19 Tagen, also von Ende Oktober bis Anfang Januar immer wieder, manchmal auch schneller oder noch öfter war ich da, und habe dort durch den Bauzaun hindurch, man konnte nicht aufs Gelände, das war anders als bei der Entkernung, wo mir jemand zur Seite stand, sondern ich habe durch den Bauzaun hindurch dann diesen Prozess des Abrisses verfolgt und fotografiert. Hier sieht man noch sehr schön, ich kann das nochmal in Erinnerung bringen, Achtung, ja, so, vorher, nachher, ne? Hier, dieses Teil ist da, nicht? Sieht man. Inzwischen stand dieses Gebäude leer, entkernt, aber leer, und es verfiel immer mehr. Also junge Leute drangen ein. Vielleicht wohnten die da zwischendurch auch drin, ich weiß es nicht. Die Fensterscheiben wurden besprayt, Graffitis entstanden, immer mehr Vögel oben auf dem Dach. Und nun kommt der Abriss. Und hier wieder alles Wertstoff aufeinander. Diesen Baum, das Foto habe ich nicht mit, der war wunderschön früher mal. Und ein Baum nach dem anderen fiel ringsrum, und Weltuntergang, sag ich mal so. Oder das Sterben eines großen, großen Gebäudes. Und da finde ich wieder diesen Vergleich mit den Elefanten ganz toll. Wenn ein Elefant stirbt, ist das eine große Sache. Und hier, dies war auch eine große, irgendwie ein Großereignis. Dies ist auch hier durch diesen Zaun durch, da sieht man den ein bisschen, habe ich fotografiert. Das ist eine Mauer, die drumherum geht, wo auch Sprayer dran waren. Und da ist der Abriss schon ziemlich weit fortgeschritten. Da kamen dann so Großgeräte, die dagegen hauten und abknabberten und so. Hier ist auch schon ziemlich viel, man sieht so hier, das sind lauter Drähte, die werden dann auf den Haufen gebracht, und die Säulen sind Säulen, die in den großen Hallen standen, da ist schon viel weg, und das ganze Gebäude stützten, und dann kamen die mit den Knabbern und bissen die ab, und dann brach das alles zusammen. Ja, hier ist es ein nebeliger Tag. Hier sieht man dieses schwere Gerät. Die sahen aus wie so Dinosaurier, die da dieses Gebäude abfraßen. Und ja, manchmal waren das so Kulissen wie bei Wagner, irgendwie eine Oper. Nein, Weltuntergang. Hier sieht man, wie immer mehr Schutt drumherum ist. Hier oben, das wird man von der Kamera aus nicht genau sehen, hier oben ist ein Graffiti zu sehen. Ein Graffiti, ein Pferdekopf.
Also im Gebäude selbst, das war völlig von Graffitis ausgemalt. Also die jungen Leute haben sich da ausgetobt und je mehr abgetragen wurde, je mehr kamen die so zutage. Das war wie so ein Aufblättern eines großen Buches. Und wieder fliegen da die Tauben und suchen ihre Nester. Das war geradezu anrührend, wie die immer ihre Heimat wieder suchten. Mitten in Hamburg. Man würde eher an Dritte Weltstätten denken. Dritte Welt, das ist nach dem Krieg, ne? Mhm. Sieht es so aus. Also da kann man sich das ein bisschen vorstellen, ja. Wer kriegswüsternd ist. Ja, hier ist ein Arbeiter, die waren alle so sehr leuchtend angezogen und hatten, es war ziemlich kalt und ungemütlich, so ein Wollschutz, deshalb ist es da so schwarz. Und es wird immer mehr zum Geisterhaus. Wird immer mehr zum Geisterhaus, was soll man da noch zu sagen, nicht? Es ist ein großes Sterben dieses Gebäudes. Ist auch dieser Arbeiter, war irgendwie ein Rumäne. Ich hatte so durch den Zaun mit ihm gesprochen, ein Rumäne. Also das ist auch so merkwürdig, dass so von Ferne, man will ja die Rumänen alle nicht haben, weil die ja immer nur klauen und böse, böse, das Radio ist immer voll. Man will alle Menschen haben, die gut ausgebildet sind, aber nur die nicht. Aber da können sie dann wieder schuften. Also das gehört auch noch zu dieser ganzen Geschichte dazu. Ne? Ja, die Sonne geht unter. Und irgendwann ist das Gebäude weg. Es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Und diese Gerätschaften wühlen noch drin rum und suchen noch den letzten Draht und alles raus und bringen es auf den Haufen und wie ein Gewürm, und dann ist es weg. Das ist sozusagen der Abschluss für mich, der Abschluss dieser ganzen Fotoserie. Es fing erst so an mit so einer gewissen Neugierde, was tut sich da, und es ist wirklich ein Abenteuer gewesen. Also die Reise zum Amazonas ist nichts dagegen.